Der Hirte ist schon im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, ein wichtiges Bild. König David, der große König Israels, war Hirte. Und immer wieder wird die Aufgabe eines Königs mit der Aufgabe eines Hirten verglichen. Nun ist es so, dass die weltlichen Herrscher selten dieser Aufgabe entsprechen. Oft ist Macht ein Faktor, der korrupt macht. Der einzige wirkliche Hirte, der einzig vollendete Hirte im Leben des Volkes Israel ist niemand geringer als Gott selbst. Psalm 80 fasst es ins Wort: Du Hirte Israels, höre, der du Josef weidest wie eine Herde. Bezeichnenderweise ist in diesem Psalm auch von Feinden die Rede, die den Weinberg oder die Herde zerstören. Christus bezieht nun dieses Bild auf sich selbst, und wenn Jesus von sich sagt, ich bin der gute Hirte, dann ist in diesem Wort auch ein impliziter Anspruch gegeben. Er sagt damit, wer er ist. Er ist der Hirte, der in vollendeter Weise der Aufgabe des Hirten entspricht, nämlich seine Herde auf eine gute Weide zu führen. Die Aufgabe Jesu Christi ist, uns Menschen ins Himmelreich zu führen. Das Himmelreich gilt in der Bibel als ein eigener, quasi von dieser Welt abgezirkelter Begriff. Und Jesus Christus ist die Person, in der beide Bereiche, nämlich der Bereich der Welt, der Bereich der Menschen und der Bereich des Himmels, der Bereich Gottes, zusammenkommen. Deswegen kann er von sich auch sagen, ich bin die Türe. Also in Christus kommen beide Bereiche zusammen, der Bereich der Menschenwelt, dieser Welt, wie wir sie kennen, und der Bereich des Himmels. Deswegen kann er von sich nicht nur sagen, ich bin der Hirte, der uns Menschen auf die Weide des ewigen Lebens führen will, sondern er ist zugleich auch die Türe, an der kein Weg vorbeiführt. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Kommentare freue ich mich im Feed des Posts und natürlich freuen wir uns über neue Abonnenten.